Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Foundry Early Access. Wir sind hier. Wir haben alles mögliche jetzt schon erforscht, also zwei, drei Sachen. Und machen hier jetzt groß weiter. Ich habe mir gedacht, ich hole euch dazu, bevor ich losgehe. Losanfangen, das heißt, es geht mal weiter. Es ist ein bisschen tricky hier. Wenn man den Sender andruckt, kommt das, was dann kann, man daraus machen kann. Beim Fertiger auch. Und hier habe ich zum Beispiel, wenn ich hier drücke, zeigt er mir dann die anderen Wege nicht mehr an. Das heißt, immer wenn sie was markiert, müssen wir das drüber markieren. Dann zeigt euch dann nur mal den Weg an, den ihr gehen geht, ja. Ist jetzt nicht so schlimm. Ist auch nicht wirklich. Brauche ich, hätte ich jetzt nicht unbedingt so gebraucht. Ist okay, das macht gar nichts. Ist okay. So, wir werden hier jetzt weitermachen. Wir haben die Verbrenner hier, verbrennen noch. Ja, wir besorgen uns jetzt ein bisschen was von dem Zeug hier. Was machst du? Was willst du, kleiner Tepp? Hat also wie die Forschungspakete 2. Bei 16 kleine Schmelzen. Ja, genau. Meine Frage ist, wozu ich die jetzt alle brauche? Ich überlege gerade, ob das Sinn hat, wenn ich jetzt 16 Schmelzen baue. Die bauen schneller ab, als die schmelzen können. Das heißt, noch einmal schmelzen. Jetzt hätten wir jetzt, ja, jetzt haben wir ja schon die. Ja, jetzt werden wir das mal machen. Jetzt bauen wir mal die hier und die hier. Pass auf, wir haben. Ja, ich muss das jetzt aufteilen, es geht nicht mehr anders. Aber wenn den Stromgenerator gebe ich da jetzt weg. Mach das so. Ja. Und auf die zweite Seite kommen jetzt die ganzen Maschinen. Es geht nicht mehr anders. Ich bringe das anders nicht mehr dahin. Den Forschungsserver brauche ich nicht unbedingt. Auf die dritte Seite. Wenn wir dann die Erde machen, einfach. Erde, Stein. So. Ich kann das jederzeit umtun. Es kristallisiert sich ja mit der Zeit raus, was man braucht. Das ist ja das Schöne, dass es dann eh früher oder später sich selbst so anpasst, wie es notwendig ist. Brauche ich nicht. Es hier ist. Ja, das. Habe ich. Ja, alles hier. Sehr gut. Wir nehmen hier jetzt eine zweite Schmelze ran. An das zweite Ding ran. Genau, so. Machen wir noch zwei Schmelzöfen. Das werden wir auch ein bisschen umbauen. So. Auch sowas, was du, das brauchst du eigentlich nie. Das Forschungsteil werde ich auch nicht ständig bauen. Das ist eigentlich das Letzte. Die vorderen brauche ich ja viel mehr. So, wir werden nochmal ein bisschen beschleunigen, das Ganze.
Nur ist in dem Spiel hier ist es ein bisschen sinnloser, muss man sagen, als in Satisfactory. Dadurch, damit die Vorkommen endlich sind, ist halt das einfach so egal, wie man baut es uraufwendig auf. Und irgendwann ist alles für den Arsch, weil eben keine Erze mehr da sind. Naja, das ist aber halt nun mal... Man muss schon fast sagen, das ist der Lauf der Natur. So, da kann man jetzt einstellen, Band ausgleichen. Das will ich aber nicht. Na, Eingangspriorität, Ding, Ausgangspriorität. So, das müsste jetzt merchen eigentlich, oder? Merged. Ja, der Strom wird jetzt ein bisschen tricky hier. Sollte eigentlich so reichen. Eine Input. Also das hat sich schon bei mir eingebrannt. Das 2 ist das Förderband. Das war auch in Satisfactory so, das muss jetzt da natürlich dann so bleiben, weil sonst habe ich ein Problem. Mich nervt das. Ich will das nicht, dass da eins liegt. Kann ich das nicht irgendwie jetzt darüber geben? Weil ich mich vorher beschwert habe, zwecks mal beim vorigen Part, dass die Förderbänder hier mich nicht mitnehmen. Das ist Fluch und Segen, bin ich dann nachher drauf gekommen, deswegen habe ich es nie erwähnt. Das ist wirklich Fluch und Segen, weil die Förderbänder, wenn die mich mitnehmen, das wäre cool für mich zum Transportieren ist von mir aus, aber ich habe das Problem, dass ich dann teilweise... Jawohl, so gehört das. Passt. Wie viel Strom verbrauchen wir? 1,2, ja, ist gut, dass ich dritte habe. Ich habe halt das Problem dann, damit ich manchmal auch nur was schauen will und dauernd werde ich weggezogen. Das hatte ich auch sehr oft in Satisfactory. Also, wenn der natürlich schneller wird, brauche ich eine zweite Forschungsstation daneben hin. Okay. Interessant wäre jetzt ja wirklich, ob er jetzt dann schneller forscht. Ob er schneller forscht oder ob er... Aha.
Da kommen aber nicht viele nach. Da braucht man noch einen Schmelzer. Und da hinten auch gleich. Ein bisschen upgraden hier das Ganze. So, und jetzt kommt das. Braucht der? Warum? Nee. Jetzt gerade die Steine da weggeschleudert, das das wäre ein Mörder. Das wäre wirklich ein Mörder. Na komm schon. So. Jetzt müssten dann aber schon mal ein paar mehr durchgehen und dann ein bisschen Rückstand produzieren. Wisst ihr, mein Problem ist, dass ich nicht. Ach Gott. Braucht 1,5 Sekunden für seine Platte. Okay. Der braucht 1,5 Sekunden für so eine Platte. Der 3 Sekunden für einen zum Herstellen. Ja, das heißt 2. Nur der dritte ist Überschuss. Passt. Könnten es ein bisschen genauer beschreiben irgendwo. Oh, keine aktive Forschung. Gut, dann werden wir das jetzt gleich mal testen, ob wir jetzt zwei Sachen können oder mehr. Das haben wir schon. Bohrgeschwindigkeit. Ah, Tempo 200%. Okay. Ja, ist auch was. Geht ja schon voran. So. Was sagt unser kleiner... Wo ist denn der R2-D2? Alter. Das habe ich mich auch schon gefragt. Das gehört verbessert? Der will die schmelzen, sind Trottel. Ja, weil man kann schauen, was man gerade verbraucht und ob es sich ausgeht, sagen wir so. Hier, wenn ich da auf Netzattribute gehe... Sehe ich, ich verbrauche 1,6, 1,5. Und da merke ich aber nur, okay, die drei produzieren, was ich brauche. Und da an der Balken hier sind die gesamten Megawatt, was ich habe. Aber ich stehe keine Zahl daneben. Also, je nachdem, was die Dinger verbrauchen. Also, ich sehe, was ich gerade verbrauche, wie knapp es ist, aber ich sehe jetzt nicht numerisch mein Maximum, was verkraftbar ist. Weil ich ja sehe, okay, wenn der Balken bei der Hälfte ist, weiß ich, ich habe genug Spielraum.
Und wenn er bei der Hälfte wäre und der braucht 1,5, weiß ich, ist maximal ungefähr 3. Aber es ist, das ist sicher ein Punkt, den die Community sofort kritisiert. In Kleinigkeiten, also auf Deutsch wie so richtig, ey, bringt uns nicht um, aber die Zahl habt ihr intern, ihr rechnet ja damit, bitte zeigt es uns an. Oder es gibt irgendwo Monitore, dass es irgendwo wirklich einen Monitor gibt, den man aufstellen kann, der das analysiert. Deswegen will ich jetzt nicht ganz vorgreifen, vielleicht gibt es den Evo und ich habe ihn nur noch nicht. Das, was hier größtenteils jetzt irgendwie fehlt, sind wirklich Analyse-Tools. Base Inventory. Ja, man kann es zusammenzählen. 400 gibt jeder aus von denen. Ja, aber das ist knappe 1,5. Alles ist nicht der Sinn von dem Ganzen. Also nein, genauer sehe ich es leider nicht, aber das wäre natürlich wünschenswert. Das ist natürlich blöd, ja? Ich kann den Platz sperren, sehe ich gerade, aber er erfüllt ihn nicht von selbst. Blöd. Ah, ist es vielleicht nicht? Es kommt jetzt darauf an, wie man das jetzt sieht. Ah, das da hier zum Beispiel glaube ich nicht, dass ich oft was brauchen werde. Aber ich lasse mal. Blöd ist jetzt vielleicht wieder ein anderes Ding, aber... So zum Beispiel, so. Aber schauen wir mal, ob ich die Plätze jetzt gleich brauche überhaupt. So, die Bohrgeschwindigkeit macht auch. Das Ding will, der kleine Gnom hier, mag, dass ich 16 so kleine Teile herstelle. Ah! Weiß ich nicht, Kong. Der Strommast war für die Hochspannung. Das sind zwei verschiedene Stromnetze. Das ist Niederstrom und Hochspannung. Nachher dann mit Solarzellen braucht man das dann irgendwie oder so. Aber es gibt hier bei der Forschung Schilder. Vielleicht gibt es auch Monitore, die da was anzeigen. Ich kann es noch nicht sagen. Ah, the way to go. The way to go. Geh mal graben. Geh mal graben. Gefunden. Es wäre interessant, ob die Drohnen das freilegen auch. Ich glaube nämlich nicht. Leute, wisst ihr was? Da glauben bekanntlich nichts wissen heißt,
Wenn wir das einfach testen. So, wir haben jetzt eigentlich... Nein! Einbildet, dass das mal runtergefallen ist, aber anscheinend doch nicht. Auch hier, weil das sind so meine Grabmaßnahmen dann hier. Weil das Holz abbauen, muss ich sagen, wird schon schwerlästig. So. Hier werden wir das so lassen. Wir werden hier absichtlich zwecks Test alles außer den ersten Streifen zumachen. Okay, dann muss man das hier noch wegmachen, weil die Drohnen graben ja das vor sich weg. Das heißt, ich muss möglichst nah ans Erz ran. Ja, so ungefähr. Scheiße. Jetzt ist die Bohrgeschwindigkeit dann erforscht, wenn ich fertig bin, ne? Nein, geh weg. So. Schaut ja schon mal gut aus. Was brauche ich jetzt hier, um das herzustellen? Was fehlt man da? Grafitplatten und Maschinenteile. Zahle mir mal alles aus. Also sie können wirklich nur die abbauen, die sie auch sehen. Müsste da einen mehr noch sehen? Ja, okay. Sie können nur so weit abbauen, wie Sie sehen. Wo ist die Mitte von dem Erz? Sind wir hier gut dabei? Haben wir hier rüber nur so drei und hier so vier? Ja, passt. Machen wir da. Schaut gut aus. Jawohl. Die Forschung ist auch so weit. Da können wir ja weiter forschen. Das stört ja überhaupt keinen. Da brauchen wir schon. Oh, Bohrgeschwindigkeit. Jetzt brauchen wir schon die anderen Pakete dann. Okay. Was kann man dann noch erforschen, was uns jetzt betrifft hier? Die anderen Pakete. Eventuell.
Warum geht es nicht? So brauche ich ihn. Oh, warte mal, ist der Strom schon wieder weg? Nee, das kann nicht sein. Ich mal die dabei. Ach, scheiße, Strom vor allem weg, komme ich gerade drauf. Da werde ich so nicht weit kommen. Genau. Okay, dann haben wir hier noch was zu tun. So. Das ist ja anscheinend wichtig, hierher zu bringen. Oder anscheinend, das ist wichtig. So. Oh ja, kann ich den jetzt schon? Das ist so doof, der Tree hier ist wirklich komisch. Den hätte ich gern. Kann ich das auch die Forschung starten? Ja, genau. Warum ist nur einer aktiv? Trottel. Dein Input. Meine Fresse. Oh Gott. Ich denke mal schon, wieso ist das so blöd? Wenn wir hier den Fett Strom rauf, Strom her. All Fett Strom. Theoretisch kann man das durch die ganze Welt graben, so. Und die zwei Tasten drückt halt dann, wo man gerade ausrennt. Cool wäre es schon.
Ah, ich wollte gerade sagen, wieso haben wir keinen Strom, aber okay. Die anderen haben auch keinen. Scheiße. Scheiße. Ja, also das ist eines der ersten, was ich erforschen würde. Das sind heißt, die ersten Sachen, die ich in Foundry machen würde, es wird sofort diesen Ignitz. Wie heißt das? Wie heißt das Teil? Igniumerz da erforschen. Weil das Igniumerz ist wirklich. Also Strom ist nervend gerade. Gibt zwar genug Bäume, aber es nervt. Kurz und bündig. Vor allem werden die Bäume weniger. Man kann sie jetzt, ich weiß nicht, ob die nachwachsen, aber wird theoretisch möglich sein, ja, weil man kann sie auch anpflanzen. Also so ein Growing allgemein im Game gibt's. Alle voll. Ist sich das jetzt punktgenau ausgegangen, oder was? So, das tut. Jetzt müssen wir noch auf die Forschung warten. Dann sehen wir uns hier gleich wieder. So, wir haben den ersten Generator. Der hat 4x4. Recht groß eigentlich sogar. Dann machen wir zwei breit rein, einfach nur weil es gut ausschaut. Wisst ihr, was ich für ein Problem habe mit dem, wenn die... Ja, ist egal. Schaut gut aus. Los geht's. Erste Stromerzeugung. Ja, 1,8 kW. Schaut gut aus. Ich habe das Problem, dass ich das, dass ich gern Statistiken mir anschaue. Mein Problem an der Sache ist jetzt. Wie viel schaufeln die? Da fehlt mir nämlich, da fehlt mir jetzt ein bisschen Info. Ihr seht hier, ich habe Drohnenreichweite, das sind 6 Felder, Anzahl Drohnen sind 4, maximal verbraucht 200 kW. Größe 2x2x2. Was Blödsinn ist, weil es nur 2x2x1 ist, aber ist okay, mal egal. Außer sie rechnen das Fundament mit, ja. Jetzt habe ich das Problem, wie viel pro Sekunde förderst du? Jetzt irgendwo ein Infofeld zu sowas. Wenn es da drauf geht, irgendwo. So ein kleines Infofeld hier wäre schon cool. Die Drohnen müssen nämlich auch aufladen, zwischen so ein Durchschnitt.
Aber gut. Ja, genau, das... Was meine ich ja? Nicht nur wegen Strom jetzt, wenn wir vorher geredet haben, Kong. Mir geht's darum, genau, bei den anderen ist ja auch so, ne? Wenn man sieht, dass es ansteht. Das abschalten. Kann man das Netz anschauen. Aber einen Infobalken hierfür gibt es. Vielleicht kriegt man das ja noch. Das sind sowas, soweit ich es weiß, sind das die ersten Sachen, die von Spielern bemängelt werden. Sollte, wenn einmal das Spiel draußen ist. Sind sowas die ersten Sachen. Also ich denke, das dauert nicht lang, bis das nachkommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Außerdem ist es ja Fluch und Segen. In dem Fall wirklich, weil ich habe damals immer so viel rumgerechnet mit dem ganzen Scheiß, was halt wo wirklich gerade am besten reinpasst, dass ich mir schon oft gedacht habe, wenn ich einfach nicht wüsste, was es hergibt, brauche ich nicht so, dann habe ich auch nicht die Not, so genau zu kalkulieren. Das heißt, wenn mir das Gerät, das Spiel das jetzt nicht sagt, brauche ich auf Deutsch gesagt einfach nicht drüber nachdenken. Kann ich mir das sparen. Was ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde, ich würde dieses Crafting Menü auf Tab legen statt auf 10 mit C die Leisten schalten. Das ist wesentlich angenehmer. Kann ich nur empfehlen. Was du alles siehst, wo sieht man das alles? Ah, da, ja, da ist der Tooltip einfach nicht. Den Tooltip müssen sie halt noch ein bisschen... Ja, was die Schmelze hergibt, weiß man aber auch nicht. Das weiß man nur anhand von der Quest, weil er meinte, braucht 16. Weil die Quest-Text, was er vorher gelesen hat, wo es gestanden ist, der ist jetzt auch weg. Den kann ich nicht mehr im Nachhinein... Warte mal, vielleicht kann ich den nochmal anschauen, dann kann man das nachrechnen. Aber es stimmt, was du sagst, ja. Das passt von der Menge her alles, ja. Find's trotzdem bis jetzt mördergeil. Taugt mir voll. Ich habe jetzt nur das Problem, dass ich eigentlich hier schon den Abzweiger reinbauen müsste. Am Monitor? Ach Gott, da fehlt dann die Konsistenz ein bisschen, ne? Kleine da, gell? 20 pro Minute. Ja, alle 3 Sekunden 1, ja. Und 10, 20, ja. Warte mal. 40 pro... Ah! Danke dir! Das habe ich gar nicht gesehen vorher. Steht da noch irgendwo ganz kleine 20 irgendwo, was ich... Scheiße, ich habe schon wieder keine Forschung aktiv. So. Warum? Ah, jetzt kann ich dir forschen da. Braucht wahrscheinlich eine gewisse Mindestanzahl an Forschungen vorher oder so. Na, dann werden wir die auch reinhauen. Start mal. Das ist. Da finde ich jetzt nur blöd. Alles da, alles gut in dem Spiel. Ich fänd das halt nur cool, wenn ich das zum Beispiel hier sehen würde. Ja? 160, 160, 160 Gegenstände pro Minute. Ja. Ich fänd das cool, wenn ich es von allem hier sehen würde. Der zum Beispiel, wie viel Treibstoff braucht der? Hier. Gut, da kann man es nicht. Weil das ja multimäßig ist, ja. Wenn, außer es ist immer gleich. Der hier zum Beispiel könnt hinschreiben, weil da gibt es nicht wirklich eine Auswahl. Du kannst bei der Schmelze hier nicht auswählen.
was du herstellen willst, ne? Na gut, okay. Vielleicht ein anderer Rohstoff rein, wieder andere Dinge. Ja, okay, macht langsam doch ein bisschen Sinn. Schau, der Sauzeck sagt mir schon wieder nichts. Da gibt es eine Maschineneffizienz. Kann aber nicht am fehlenden Rohstoff liegen, also ist das was anderes. So, also Strom ist hier. Man sieht jetzt, das Netz ist so weit ausgelastet, nur ganz wenig. Wir werden die aber leer laufen lassen. Kann ich das rausnehmen? So, jetzt sind die leer. Jetzt verbrauchen wir auch eins, können wir irgendwas, weniger als normal verbrauchen. Warum rennen manche Maschinen nicht? Achso, weil die Lager voll sind, ja. Okay. Der Wahnsinnige da will ja von mir, dass ich 16 Schmelzen baue. Muss ich es auch aufstellen? Ich will nur die Quest fertig machen. Wie viele Schmelzen habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neun, zehn. Wird schon. Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Das ist cool. Das Geilste ist noch immer das da. Dass man das rückhalten kann so. Nein, der stellt 40 her. Und der braucht 20. Das heißt, der kommt nicht wirklich dazu, da irgendwie mehr zu produzieren. Das geht nicht. Und der braucht 40. Der produziert 20. Das heißt, eigentlich wären zwei von die nötig, um die auszulasten, den Rest. Habe ich nur. Naja. Eigentlich wäre das ja gar. Ist das jetzt ja gar nicht schwer. Stell da mal her. Eigentlich gibt es ja einen Ausgang. Mehrere hier. Also ich kann aus der Box raus und in den reingehen. Input. Back. Output. Was, da gibt es euch Escape, drücke auch die Informationsdatenbank. Allgemein Charakteranpassung, weiß ich. Ressourcen und Karte. Das werde ich mal morgen untertags alles mal durchlesen. Weil man nur so aus Lust und Laune ein bisschen. So,
Achso, passt hier. Jetzt sollte das passen. Und hier haben wir eigentlich das gleiche Funktionsprinzip. Aber der... Ja, dann müssen wir von dem weg. Haben wir eh schon zwei. Das ist sicher anders aufgezeichnet, weil ich daher so eine Fabrik oder zugestellt habe, so ein Ding. Okay. Grün heißt wahrscheinlich, da habe ich alles schon. Das heißt, da habe ich nicht alles. Braucht man überall schon die zweite Form dazu? Was tue ich mit Dekor? Farbroller, Container, Licht. Ja, ich weiß, es ist nicht das Wichtigste, aber... Also da sieht man die jetzt schon erreichbaren Sachen und dann die noch nicht erreichbaren. Der Bandausgleicher 2 zum Beispiel müsste weiter unten noch sein. Ja, nach die Bänder 2, okay. Das heißt das jetzt so viel wie die erreichbaren Sachen sind hier? Das heißt, ich kann die hier alle noch erforschen? Also eigentlich nur mehr Wertloses. Wir brauchen schon die anderen Pakete. Mal kurz schauen. Meinst du lässig oder lästig? Ja, zwei, lässig, lästig, passt, ja. Weil man will ja was zu tun haben, man will ja Herausforderungen haben, ja. Das, deswegen sage ich, ja, es ist jetzt lästig, dass ich jetzt eigentlich die ganze, das Ganze hier nur für das hochbaue. Und eigentlich brauche ich die gleichen Mats jetzt für was anderes dann auch noch. Aber andererseits, es einerseits ist lästig, andererseits ist ja gut, weil wir wollen ja was zu tun haben, also... Gut, Leute, aber wir haben mal hier jetzt mal die Brennstäbe, alles. Ich werde den YouTube-Part hier jetzt beenden. Oh, der hat eine neue Aufgabe für mich. Was hat er denn für mich? Ist die andere abgeschlossen, weil ich jetzt 27 von diesen komischen Dingen gebaut habe? Entschuldigung, 16. Mehr? Wir machen große Fortschritte. Ja. Es entstehen neue spannende Baupläne. Genau wie es das Katastrophenprotokoll vorsieht. Gibt es Neues von der Station, Baby? Piep-bop. Piep-bop. Nein, noch nicht? Okay, dann werden wir dem Protokoll folgen und weiter expandieren, bis du Neuigkeiten für uns hast.
Du hast recht, das wird eine gute Zufuhr an Platten und Stäben garantieren. Angesichts der anstehenden Aufgabe werden wir aber schon bald vielleicht noch weiter aufstocken müssen. Nehmen wir uns jetzt einfach nur einen Moment Zeit, um diesen Erfolg zu genießen. Fertig, wir genießen. Bob. Ist dir nicht auch etwas unheimlich, wenn es dunkel wird? Keine Sorge, Baby, wir können ein paar Lichtmasten basteln, um die Nächte zu erhellen. Heißt der BB eigentlich für das Bebop? Naja, also das Lustige an der Sache, was ich jetzt gerade habe, ist, ja, komm, ich komme alles weg. Das ist der Wahnsinn. Wir werden hier jetzt trotzdem Schluss machen dann, weil für heute reicht's. Ich bin total begeistert von dem Game. Ich kann es wirklich nicht anders sagen, außer ich will jetzt nicht sagen, ich habe es ja eh gewusst, aber ich habe es ja gewusst, ja. Nicht jetzt, weil ich so gescheit bin oder sonst was, weil das bin ich ganz sicher nicht. Aber ich habe das schon gespielt, weil ich wusste ja, es gibt. Ich habe die Demo ja schon gespielt. Ich wusste ja, das Spiel gibt es. Ich wusste dadurch, dass ich schon zweimal die Demo gespielt habe, wusste ich ja, dass sich das saugeil spielt mit diesem Blöcke wegbohren und Terraformen. Das heißt, es ist jetzt keine Überraschung und ich kann ohne von mich selbst irgendwie zu loben sagen, ich wusste es, weil ich schon gespielt habe. Und es hat mich nicht enttäuscht. Ja, hat mich gewundert. Ich sag mal so, wenn ich es für ein Spiel ausgeben würde, dann für das. Für so eines hier. weil du mit so einem Satisfactory-ähnlichen Game ewig Zeit hast. Das war der Grund zum Beispiel, warum ich auch andere Spiele jetzt nicht mehr behalten habe, wie Age of Water, Rest for the Wicked ist sicher ein gutes Game. Aber das hat sicherlich nicht diesen Langzeit-Ding wie so ein Game, weil es einfach irgendwann aus ist, weil es einfach kein Multiplayer hat oder weiß ich nicht, gar nicht, ob es einen hat, aber weil es einfach aus ist irgendwann. Und das hat das hier nicht, ne? Ja. Ist natürlich eine Möglichkeit. Finde ich gut, dann kannst du mal bei mir zuschauen. Ich habe mal das gleiche bei Age of Water gedacht. Ja. Das Spiel ist so kontrovers für mich. Einerseits mag ich es nicht, weil ich nicht an Land kann. Andererseits mag ich dieses Waterworld-Szenario total gern. Und habe da auch schon geschaut. Ich habe es für 30 Euro gekauft und zurückgegeben für 30 Euro. Aber wenn das, ich habe gesagt, wenn das mal in einem Sale wäre, oder dein Key Reseller zum Beispiel hat es jetzt schon für 22, nicht mal eine Woche nach Release. Würde ich mal eventuell sogar wieder kaufen mal und dann irgendwann mal wieder rein. Ich glaube, das braucht viel Pflege. Age of Water meine ich jetzt. Das hier braucht nicht viel Pflege. Das schaut schon gut aus. Ich bin mir nicht sicher, wie weit die Drohnen hier kommen. Ich lasse das jetzt mal so. Haben wir noch ein drittes? Ja, ich auch. Ich weiß, das war jetzt gemein. Ja, wie gesagt,
Mit 30 Euro, sag ich mal, ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass es wenig ist, aber in einer Zeit, wo alles teurer wird, ist für ein Early Access Game relativ viel, aber ist die Grenze. 40 Euro ist ein Vollpreistitel bei mir schon, war früher so, okay, ist aber noch immer, finde ich, 45 Euro bei Reseller. 30 ist noch drunter und es ist ja noch nicht fertig, aber andererseits bietet Foundry, wie du siehst, hier sehr viel. Sehr, sehr viel, das alleine, was du forschen kannst. Und solche Spiele haben hunderte Stunden Spielspaß. Das ist einfach so, wie gesagt, ein Singleplayer-Game für 30 Euro raushauen, so in Early Access. Da, ja, es kann es auch wert sein, eine super Story. Aber es ist halt dann einfach aus irgendwann. Das hier ist lang nicht aus, weil erstens hast du das übergeordnete Ziel, aus irgendeinem Grund die kleine Story-Ding da. Und trotzdem, du kannst ja auch wenn das fertig wäre, einfach nur deine Maschinen optimieren und weiterbauen. Also ich weiß ja nicht, wo dann wirklich dann Schluss ist, keine Ahnung, aber ich find's für, also, ja, da spricht jetzt der Fanboy aus mir, aber ich find's für das Spiel okay. Ich find's, ob's gerechtfertigt ist, zeigt dann, wenn ich weiter bin, ob genug Inhalt da ist. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber was ich jetzt schon sehe, finde ich es okay. Ich kauf's. Ich hab's dafür gekauft. Ich werde es auch nicht gefunden. Das mache ich sicher nicht. Das sehe ich schon spät dafür. Schon vorbei. Chance vergangen. Wow, Zong. Also, da oben sehe ich am Dach auch was und ich komme nicht drauf. Alles klar, ich bin da bei dir. Du kannst dir vorstellen und sehen auf meinem Kanal, dass ich auch nicht ein Spiel im Monat kaufe, sondern ein bisschen mehr. Und eben auch alleine schon wegen die Dinge. Normal refund ich ja auch nicht viel. Aber wenn ich da wirklich so viel, wie ich da für die Let's Plays teilweise kaufe, ja, und teilweise zum Release eben, um es gleich zu haben, zwecks Videos und so, gebe ich dann doch Spiele eben wie Rest for the Wicked, No Rest for the Wicked zurück, weil das dann doch 30 Euro sind, die, wenn ich genau weiß, ich spiele es nicht mehr, das bringt nichts. Normal sponsor ich Studios, wenn es kleine sind vor allem, aber da muss ich schon auch drauf schauen, weil ich, am Monatsende ist das, was ich hier mache, ja immer ein Minus eigentlich, ja, weil da bräuchte man schon viel mehr, die Spiele erscheinen am laufenden Band. Wenn ich eins, drei Monate spiele, ist das absolut kein Dreieck, aber ich will ja auch viel testen und alles und das. Deswegen, ich weiß, was du meinst, ja. Deswegen habe ich ja gesagt, Age of Water 30, nee, 20. Ja, so ungefähr. Aber da verstehe ich, da geht es dann auch um 15 Euro schon, ne? Da sind die Key Giveaways hier, was ich mal verschenke in der Woche, zwei, drei Keys. Das sind auch ein paar Euro zwar nur, weil teurer geht, bei mehr Abonnenten geht auch teurer dann, ne? Aber, und ich würde es ja gern schenken, aber ich kann nicht alles immer nur so, es muss auch was rein irgendwann, ne? Und, aber wie du sagst, ja, wenn man da mehr kauft, da kommt es dann halt auch schon drauf an, ob das Spiel 30 oder 20 Euro kostet, ne? Bei einem Spiel, und da spiele ich das ein halbes Jahr, ist egal. Und genau da ist, so ist es halt, ne? Wie du schreibst. Am Morgen gibt es kein Essen. Pech gehabt. Essen gibt es kein, so wir können mal farmen gehen. So. Darum geht's nicht, ja. Ich glaube, das kann sich jeder leisten. Jetzt also in der heutigen Zeit, wenn man arbeiten geht, geht das schon. Es wird zwar alles teurer, aber wenn ich mal anschaue, wie die Lohnabschlüsse sind, teilweise, da kriegt ja auch jeder mehr. Und da sind so ein paar Spiele schon drinnen, weil er mit 15 Euro damals kostet und mit dem hast du auch hunderte Stunden, das geht schon. Ich kann mir das auch leisten, dass ich das jetzt so mache da und dass ich was verschenke, ja. Aber auf meinen Fall jetzt her gesehen, ist ja nicht der Sinn davon, ne? Damit ich da immer alles verschenke und hergebe, ne? Ich muss da ehrlich sagen, Nice Guy, dass ich würde auch AAA kaufen, tue ich auch. Ich kaufe einfach das, was gut ist. Ich sag's jetzt so, ich kaufe das, was gut ist und was einfach Potenzial zeigt und was ich immer denke, das macht Spaß.
Und ohne auf AAA oder Indie zu schauen, sind es einfach 80% Indie-Titel. Ist einfach so. Weil die einfach auch, da brauche ich gar nicht schauen auf Indie oder auf AAA. Das ergibt sich von selbst, wenn ich schaue, was gut ist wie Foundry, Satisfactory, Valheim. Auch wenn man nicht drauf schaut, ist man irgendwie bei 3/4 der Spiele bei Indie-Games. So Leute, und auf YouTube, sag ich mal, YouTube-Part ist jetzt zu Ende, jetzt haben wir hier nur quatscht hier ein bisschen wieder. Das passt aber, weil das fabriziert und forschen tut nichts, wenn wir nichts gemacht haben. Nee, aber wir haben eh viel geschafft, wir forschen hier noch ein bisschen rum, bevor sich das ewig anstaut, forschen wir noch etwas. Und da, den hier zum Beispiel. Ja, stimmt. Ah, der forscht da weiter, wo er aufgehört hat. Cool. Und Leute, wir sehen uns. Haut rein. Bleibt nicht Abos. Dann gibt's mehr Keys zum Verschenken. Memberships auf YouTube. Ja, ich weiß, YouTube-Memberships gehen nie gut. Das ist aber auch, das habe ich auch von vielen schon gehört, das ist eher so ein Twitch-Ding mit den Abos. Mit den Memberships-Abos ähnlich. Aber YouTube wäre schon cool. Wäre cooler fast schon als Twitch. Nein, beides gut. Beides cool. Aber es ist halt einfach so eine Sache. Das ist halt einfach, das eine geht hier, das andere geht da. Drücken durch trotzdem beides. Ich sag, ich würde euch gerne in der Woche ein 50-Euro-Spiel schenken. Fleißig supporten, dann gibt es 50-Euro-Games im Key-Giveaway. Kein Problem damit. Ich will ja nicht reich werden damit. Ich will das alles am Laufen halten und euch viel schenken können. Also, dann gibt es die AAA-Games, die wir gerade geredet haben. Nein, ich habe da wirklich kein Problem. Ich habe dir gesagt, wenn das reinkommt, das kann ruhig eine Nullrunde sein. Ich mache das ja aus Spaß auch, ja. Das kann ruhig eine Nullrunde sein. Das ist sowieso lang keine Nullrunde. Das gab's, das Mikrofon, Kamera, das kostet ja alles was. 3 Monitore, das ist eh alles, kostet eh alles. Die Game-Server, 2 Game-Server rennen, 2 bei mir, 2 bei Community-Server, die eh keiner mehr nutzt, aber sie rennen halt noch, ne? Lass mal rennen dabei noch, wenn wer will, weil ich habe gesagt, ich lass rennen. Und ich habe auch kein Problem, ich verschenke euch auch ein Diablo um 70 Euro. Wenn das dann eine Nullrunde ist, ist okay, nur Minus immer geht halt nicht, ne? Bin ich ein schlechter Geschäftsmann. Das muss man ehrlich halt sagen, kann nicht alles herschenken immer. Ich meine schon, aber eben nicht 70 Euro Games. Aber wenn sich das ausgeht, mit dem was reinkommt, haue ich euch ein 70 Euro Game auch raus. Mache ein Key-Giveaway für 5 Tage lang, ein bisschen länger, dass jeder fleißig kaufen kann. Die Tickets und Getcha. So, YouTube, das war's jetzt. Bis dann, adios und ciao.